7 Gründe, warum ich lieber mit meinem Timer plane als mit meinem iPhone. Erstens, was man mit der Hand auf Papier schreibt, bleibt viel besser im Gedächtnis. Zweitens, wenn ich meinen Timer in die Hand nehme, dann läuft ein automatisierter Prozess ab. Genau dafür ist der Timer ja gemacht. Nichts lenkt mich ab. Keine Telefonate, keine Nachrichten und auch keine Versuchung, schnell mal was nachzusehen. Drittens, ich liebe es, den schnellen Überblick zu haben über den Monat, die Woche und den Tag. Mein Timer fordert mich richtig zur Planung auf. Viertens, ich führe ja immer gerne eine persönliche Statistik über meinen Schlaf, über meinen Sport, über die Ereignisse des Tages, die positiven wie die negativen und über meine Erkenntnisse. Das geht hiermit so schnell und das bringt richtig Spaß. Fünftens, und wenn ich mal eine Idee habe, mache ich ja gerne mal eine schöne Skizze oder ein Mindmap. Das geht hiermit so schnell, da ist der Timer echt überlegen. Sechstens, ich führe ja schon seit einer Ewigkeit einen Kalender. Und wenn ich mir meine alten Kalendarien ansehe, dieses hier zum Beispiel ist über 20 Jahre alt, dann kann ich alles lesen, kann mich amüsieren und bin glücklich. Keine neue App, kein Systemwechsel, kein Datenverlust. Und siebtens, ein nicht unwesentlicher Aspekt, ich schreibe so gerne auf Papier mit Bleistift oder Füller. Das entspannt mich und das erdet mich. Ich nutze meinen Timer also für alles das, was mich ganz persönlich betrifft, für meine Selbstführung. Meine Ideen, meine Gedanken, meine Historie, aber auch für die Tracking-Punkte. Hier habe ich alles an einem Ort. Natürlich kann man das alles auch mit seinem Smartphone machen. Nur dafür braucht man immer mehrere Apps. Man muss die Apps aufrufen und es ist eintragen. Das ist alles so umständlich. Und hiermit hat man immer alles beieinander. Es geht viel schneller und viel leichter. Interessiert? Wollen Sie es mal ausprobieren? Schauen Sie doch mal bei X17 oder X47 vorbei.